Hallo und herzlich willkommen im Arcada Club. Es ist soweit, es gibt endlich den Affinity Publisher. Diesmal als Beta-Version, also noch nicht die fertige Version und tatsächlich sind auch noch einige Fehler da drin. Aber wir können uns schon tolle Sachen anschauen. Also nach Affinity Designer, dem Vektorprogramm, und Affinity Photo, dem Fotoprogramm, nun Affinity Publisher aus gleichem Hause zum Erstellen von Druckerzeugnissen wie Flyer oder Broschüren. Und wir starten direkt mal mit einem neuen Dokument. Hier ist noch die englische Version am Start, das ist in der Beta-Version noch. Ja, und hier kann ich nun verschiedene Dinge einstellen. Noch haben wir hier die englische Version. Die deutsche ist in der Beta-Version scheinbar noch nicht da. Hier oben kann ich einstellen, was ich machen möchte. Ich möchte einen Ausdruck erstellen, eine Webseite und so weiter. Wir bleiben hier mal bei Print. Dann kann ich hier das Seitenformat einstellen, A4, A3 und so weiter und so fort. Wir nehmen mal A6 im Hochkantformat, im Porträtmodus. Und hier sage ich, dass ich eine Facing-Page haben möchte, eine sogenannte Coverseite, das Hardcover letztendlich. Und ich möchte, dass die Seiten horizontal angeordnet werden und auf der rechten Seite starten. Also quasi die Voreinstellung, die hier gegeben ist. Wir sehen gleich, was passiert. Ich klicke einfach auf OK und ihr seht jetzt hier meine erste Seite unter diesem Reiter Pages. Das ist hier eben neu. Wir haben also hier diesen Reiter Pages. Und wenn ich auf dieses Symbol hier klicke, dann kann ich weitere Seiten hinzufügen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte 11 weitere Seiten zu meinem Buch hinzufügen, und zwar alle nach der Seite 1, after page 1. Und hier drücke ich auf OK und ihr seht, wie hier quasi mein Buch zusammengestellt wird. Und wir haben hier quasi unser Hardcover, diese Seite. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann erscheint die auch hier direkt und dann kann ich sie bearbeiten. Und wir sehen hier die einzelnen Unterseiten, jeweils so angeordnet, dass links und rechts die Doppelseiten zu sehen sind. Command 0. Wie bei allen anderen Programmen vergrößert die Ansicht hier auf das Fenster. Dann gibt es hier drüber aber noch was Interessantes, nämlich Master Pages. Und das können wir jetzt mal machen. Wir können hier mal eine neue Master Page erzeugen. Ja, und ich nenne das Ganze Buchseiten und lass mal die Einstellungen alle so, wie sie hier standardmäßig sind. Und ihr seht, jetzt haben wir hier oben die Buchseiten definiert, und zwar in der Kategorie Master Pages. Auch hier kann ich einen Doppelklick drauf machen und dann kann ich diese Master Page bearbeiten. Aber was ist jetzt so eine Masterpage hier? Und das zeige ich euch nun mal. Wir zeichnen mal hier ein Rechteck drauf. Einfach hier so auf die Seite. Kann auch ruhig ein bisschen hier überlappen. Und wir ändern mal hier die Farbe von dieser Seite. Wir machen mal hier so eine hellblaue Seite. Und ihr seht nun, wie diese Seite hier oben in den Master Pages auch angezeigt wird. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich diese erste Seite hier mal anklicke und mit der Umschalttaste die letzte Seite, dann werden nämlich alle Seiten dazwischen markiert. Dann drücke ich die rechte Maustaste und sage, hier möchte ich ja die Master Page hinzuordnen. Apply Master. Und dann fragt er mich, welche möchte ich denn haben? Wir haben ja nur die eine, die Buchseite. Und die soll von Seite 1 bis 12 eben die Master Page sein. Und dann klicke ich hier auf OK. Und nun werden diese Eigenschaften übernommen. Ihr seht also, alle Buchseiten haben eben jetzt genau dieses Layout bekommen. Das Tolle ist jetzt, ich kann wieder zurück zu dieser Master Page gehen und hier zum Beispiel weitere Dinge reinzeichnen. Ich kann zum Beispiel mal auf dieser Seite hier einfach unten so einen kleinen Balken reinzeichnen. Dem gebe ich mal eine andere Farbe, machen wir den hier mal so in so einem Rosa. Und seht ihr, wie automatisch sich alle meine Buchseiten entsprechend verändern. Ihr seht, hier wird auch die Reihenfolge bearbeitet. Also ich bin hier auf der linken Seite. Das Coverpage kriegt eben die Veränderung nicht, weil das wäre hier auf der rechten Seite dann einzuzeichnen. Aber alles, was ich jetzt in dieser Masterpage hier mache, und ich kann ja hier mal drunter setzen, eine kleine Schrift, Arcada Club zum Beispiel, schreiben wir hier einfach mal hin. Dann seht ihr, wird das sofort auf die Unterseiten übernommen. Wir klicken mal hier drauf. Alle Seiten, die ich jetzt hier habe, nochmal Command 0, haben eben jetzt diese Eigenschaft dieser Masterpage übernommen. Und von diesen Masterpages kann ich mir quasi beliebig viele anlegen und denen auch Seiten zuordnen. Also das sind, wenn ihr wollt, eure Vorlagen, die ihr erstellt. Und die könnt ihr dann verschiedenen Seiten hinzufügen. Und da merkt man schon, wie toll dieses Programm mal in der fertigen Version wird. Denn genau das sind ja die wichtigen Sachen, die man beim Layouten braucht, dass man eben ja tatsächlich schnell diese Buchseiten umgestalten kann. Stellt euch vor, ihr habt nachher ein Buch mit 100 Seiten und euch fällt plötzlich am Ende ein, ach, eigentlich sollte dieser Balken hier unten gar nicht lila sein oder rosa sein, den wollten wir eigentlich grün haben. Ja? Dann ändert ihr einfach die Masterpage und sofort ändert sich das gesamte Buch von euch. Das war schon mal der erste Einblick in diesen Affinity Publisher, in die Beta-Version, und wir schauen uns im Laufe der Zeit auch weitere Funktionen an. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß, probiert es mal ein bisschen aus, und die Version ist kostenlos herunterladbar derzeit bei Affinity. Also probiert es gerne aus. Ich
denke, so im Winter wird dann die fertige Version irgendwann da sein. Bislang gehen tatsächlich so ein paar Sachen nicht. Ich habe noch so ein paar Abbrüche hier erlebt und auch das Exportieren geht nicht. Also ihr solltet noch nicht euer Buch damit entwerfen. Aber rumspielen kann man auf jeden Fall schon mal damit.